glaube, ich war in der ersten oder zweiten Klasse und ich weiß es noch wie heute. Ich bin aus der Kirche raus mit diesen mächtigen Klangeindrücken, habe zurückgeblickt zur Kirche und es war wie so eine Art Eingebung. Dieses Instrument muss ich auch spielen können. Diese Klänge will ich auch unbedingt erzeugen können. Also mein Beruf ist sehr umfangreich. Ich bin zum einen hier Kirchenmusiker in St. Margret. Ich habe hier einen großen Chor, einen Kammerchor und spiele am Wochenende Gottesdienste, leite hier eine Konzertreihe. Und dann bin ich im Erzbistum Münden-Freising stellvertretender Diözesanmusikdirektor und zuständig für die Kirchenmusikausbildung. Zusätzlich, wenn es die Zeit erlaubt, spiele ich dann auch noch Konzerte überall in der Welt. Je nachdem, ob das Instrument mich dann auch reizt. Bei der Orgel bin ich selbst Dirigent und ausführender Musiker in einer Person. Ich bin nicht auf andere angewiesen und das ist einfach das Großartige. Wenn ich Lust habe, solche Klänge zu erzeugen, gehe ich einfach in die Kirche und hole mir das, was ich brauche. Max Reger war hier in der Stadt München 1901 bis 1907 und er hat eigentlich seit Bach das umfangreichste Orgelwerk geschaffen. Die Introduktion um Passacaglia in D-Moll von Max Reger ist in Anführungsstrichen nur 8 Minuten lang, aber beinhaltet trotzdem den geballten und großen Reger in all seinen Facetten. Wir haben hier einen Freipfeifenprospekt mit einem 32 Fuß. 32 Fuß sind die tiefsten Pfeifen hier in dieser Orgel. Und die größte, Ton C, ist ca. 11,50 Meter lang und fasst ein Volumen von 1500 Liter. Die klanglichen Besonderheiten neben den typischen Eigenschaften einer spätromantisch-deutschen Orgel sind zum einen eine Klarinette nach Aeolians Kinner Bauart mit Windschweller. Das heißt, man kann den Klang völlig ausblenden, indem man die Luft immer weniger werden lässt. Und ein Hochdruckwerk mit Flöten und Zungen, die eben, wie der Name schon sagt, auf erhöhtem Winddruck stehen.
Als ich hier nach St. Margaret kam, das war vor circa 10 Jahren, war ich noch nicht ganz so begeistert von der Orgel, weil sie noch nicht so war, wie sie jetzt ist. Aber ich habe das Potenzial in dieser Orgel gesehen. Für mich war sie damals wie im Dornröschenschlaf. Ich habe gewusst, da stecken noch ca. 20 Register aus der allerersten Orgel von St. Margaret von 1915 drin, aus der romantischen Phase. Und leider wurde das Instrument im Zweiten Weltkrieg zerstört. Man hat es dann versucht, nachher wieder aufzubauen unter Verwendung verschiedener vorhandenen Register. Man hat Neues hinzugenommen und man hat einfach diese verschiedenen Bauphasen, diese verschiedenen Eingriffe gehört. Das Klangbild fiel auseinander, war nicht homogen und zudem war die Technik völlig marode, Elektrik aus den 50er Jahren. Wenn man das Vertrauen einer Gemeinde geschenkt bekommt, eine Orgel in einem Raum bauen zu dürfen, ist das natürlich schon das Ende eines langen Prozesses. Man hat vorher in der Regel an einem Wettbewerb teilgenommen. Und da hat man sich schon extrem intensiv mit dem Raum auseinandergesetzt, indem man einfach Klänge dort gehört hat, Chorgesang gehört hat, an verschiedenen Stellen vielleicht auch einmal selber gesungen hat, viele Dinge ausprobiert hat und daraus dann sozusagen sich ein Bild im Kopf formt. Orgelbau ist immer Teamarbeit und in München, St. Margaret beispielsweise, bei diesem Projekt haben wir auch viele Gespräche geführt zunächst. Also das war natürlich ein sehr großes, umfangreiches Projekt. Das war nicht nur die Orgel, das betraf die gesamte Empore. Und Philipp Kleis hatte dann auch noch die geniale Idee, wenn man die Orgel schon einmal abbaut, dann nicht wieder an die Wand hin, weil man kann zwar die Wand sanieren, aber bei so einem historischen Gebäude weiß man nie, was in 50 Jahren wieder ist. Also hat man die ganze Orgel nach vorne versetzt und die Orgel mit einem neuen Gehäuse versehen, mit einer neuen Rückwand. Und sozusagen ist jetzt die Orgel, wie sie dasteht, zwar optisch noch erkennbar, wie sie vor 10 Jahren war, aber innerlich komplett kernsaniert. Es sind alte Pfeifen wieder verwendet worden, alte Windladen, aber technisch eigentlich ein modernes Instrument. Christian Bischoff hatte so viele Ideen und das ist wirklich toll gewesen, wie da so Stück für Stück dann immer neue Ideen eingeflossen sind. Und in erster Linie sind natürlich auch Dinge der Steuerungselektronik, wo man eben auch die Ideen und Visionen zeitgenössischer Komponisten und hoffentlich auch zukünftiger Komponisten dann sozusagen versucht hat, in das Instrument aufzunehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen sollten. Denn Orgel ist kein Instrument, was ein schönes Museumsbild der Geschichte darstellt, sondern für uns ist Orgel ein lebendiges Instrument, was auch immer weiterentwickelt werden kann und werden muss. Dass es einen homogenen Klang wieder jetzt gibt, das ist dem Intonateur zu verdanken, der Firma Kleis, der im Anschluss, also wenn dieses Instrument dann technisch steht, jede Pfeife dahingehend einstellt, dass sie mit anderen Pfeifen, mit anderen Registern klanglich korrespondieren, miteinander in Dialog gehen können, sich vermischen können und verschmelzen klanglich, ja, dass es ein einheitliches, rundes Klangbild gibt. Eine Orgel ist ein Instrument mit mehreren tausend Pfeifen. Und das Schöne ist, dass jede einzelne Pfeife ist sowohl ein Solist als auch eben ein Chorsänger in einem riesigen Chor.